Hallo und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Rolling Fried heute. Mein Name ist wie immer Nils. Es geht direkt weiter bei Spieler Rot. Und Rot fackelt nicht lange. Vier rote Würfel. Dafür gibt es vier rote Cubies. Zack, zack, dahin. Ja, und Rot baut weiterhin seinen Vorsprung aus. 3, 6, 7 ist die Entfernung. Das ist natürlich eine lange Strecke. 7 gibt bei nur einem Auftrag 10 Punkte. Und der Auftrag fliegt weg. 10 Punkte, 85. Und für die letzten drei Grauen, die ich habe, gehe ich weiter hier auf der Switch Station. Eigentlich kostet es mich 4, aber ich habe ja meine spezielle Eigenschaft, dass es billiger wird. Okay. Was macht Grün? Grün hat diesen tollen, interessanten Es wird alles besser Würfel und den werden wir auch nutzen, aber als allererstes werde ich hier diese 4 gelben ausgeben, um ebenfalls hier eine 7er Strecke herzubauen. Und das wissen wir ja von eben, die ist dann 10 Punkte wert. 62, 72 und das Aufholen von Grün geht weiter. Die Strecke ist erledigt. Und jetzt, wie gesagt, ich muss unbedingt noch fahren. Das heißt, ich habe noch 2, 4, 5, keine Switch Station. Ich habe nur 5, aber ich habe hiervon noch jede Menge. Gucken wir mal, was ich fahre. Wenn man zum Spielbrett guckt, liegen entweder alle roten oder gelben. Der einzige, der hier liegt, ist da. Das heißt, ich kann mich also nur auf grau oder blau konzentrieren. Und da soll ich möglichst lange Strecken machen mit möglichst wenig Würfeln. Und möglichst häufig meine eigene Strecke nehmen. Wichtig, man darf ein und dieselbe Stadt nicht zweimal anfahren. Das heißt, ich dürfte also von hier zum Beispiel darum fahren, aber nicht wieder da oder dahin. Also so ein Kreis geht nur bedingt. Das ist aber, glaube ich, eine der längsten Strecken, zumindest wo ich meine nutze. Alternativ geht es hier, aber da gibt es kein graues Ende. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie hin und her fahren. Da ist eine blaue Endstrecke. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wohl das längste. Fahre ich zweimal orange. Naja. 4 würden mir auch reichen schon. 4 oder 5 macht den gleichen Punktesieg. 1, 2, 3, 4. Will ich den? Schwer zu sagen. Das ist immer so ein bisschen rumgeknobel hier. Und auch wenn es mir schmerzt, 1, 2, 3, 4, dafür brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Würfel, die habe ich, brauche also nichts ausreden und kriege 2 extra. 4 gibt einen Punkt, plus 2 sind 3, 3 eigene Strecken benutzt 6, 2, 4, 6 und eine rote benutzt einen extra Blub. So, da darf ich hinliefern, denn das ist so ein grau-gelbes Feld. Und damit habe ich das auch gemacht. Ja, man sieht schon da, oh, interessant, da überlegt man immer lange bei den Sachen. Das ist das, was meistens Zeit kostet. Ja, was möchte Rot machen? Und Rot entscheidet sich erst einmal für die schnellen Punkte. Einer, zwei, drei offiziell, wobei einer gelb sein muss. Aber bitte dran denken, das kostet ja ein weniger, weil ich die Spezialfähigkeit habe. Also, einen gelben, einen extra, fertig ist die Laube. So, ich glaube, das sind nur 3, man sieht es da, das heißt, mit 2 weiteren gelben ist die Sache schon erfüllt. Und ein Dreierauftrag gibt, wie wir wissen, 3 Punkte. 1, 2, 3. Nicht gerade die Welt, aber immerhin. So, jetzt habe ich noch 2 blaue, mit denen kann ich gar nichts anfangen, und einen grauen. Also gehen wir weiter hier auf den Switch Stations. Ob sich das überhaupt lohnt, weiß ich gar nicht. Aber ich gehe da einfach mal vor, weil ich finde die an sich nicht schlecht, aber ich glaube, in diesem Spiel mit B
an sich lohnt sich das vielleicht nicht. So, oh, hier ein wunderbarer blauer. Ja, der ist so lang, 2, 4, 6, 7. Der ist genau richtig, wenn ich denn blaue habe. Ja, die habe ich. Leider ist das natürlich auch der teuerste, aber auch die interessanteste aller Strecken. Darum, für einen blauen und drei andere, einen blauen, drei von anderen Farben. Dann habe ich noch zwei blaue, darf ich also schon mal drei blaue hier rauflegen. Zack. Da oben drei blaue, damit habe ich schon mal angefangen. Und dann habe ich noch zwei graue über und für die nehme ich mir bekanntlicherweise ja mal gerne diese Teile hier. Ich habe mich gegen Switch Stations für den entschieden. Ja, und da, ich darf noch mal doppelt bauen. Nicht so schlecht, was der jetzt baut. Ja, gucken wir mal, was hier passiert. 12B. Der hier. Auch ein interessanter in der Verbindung. Und wenn ich viele rote habe, die ich habe, dann ist der vielleicht ganz gut. Also, der kostet mich 2x beliebige und einen roten, 2x beliebige und zwei weitere rote. Das heißt, ich darf schon mal 3 Cubes bauen. Weg da. Zack. So, dann habe ich noch 2 graue. Graue gibt es nicht mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und für 3 kann ich nichts kaufen. Doch, für 2 graue, und das mache ich, kann ich auch noch 10b kaufen. Hier, warum? Einen grauen, den ich bezahlen muss, und einen weiteren grauen, weil ich ja die Spezialfähigkeit habe. Und darf dann auch schon auf 10b einlegen. Zack. So, nachgefüllt wird hier direkt 8b und 11b. 8b ist hier und 11b ist, gute Frage, wo ist denn 11b? 12b ist hier. 11b ist ja auch blau, deswegen konnte ich es gar nicht finden. Ich habe die ganze Zeit nach grau geguckt, wie dusselig von mir. Ja, also frisch gewürfelt. So, was macht grün? Grün hat auf jeden Fall diesen Doppelbauer. Den sollte er auf jeden Fall einsetzen. Und wir bauen an 9b. Das ist blau. Erst einmal die beiden dahin. Wunderbar. Zwei blaue fehlen noch. Die habe ich überraschend also zu Ende gebaut. Eine 7er Strecke, das sind 10 Punkte. Von 78 auf 88 und ich bin mit einem Mal auf einen Punkt ran. Und ich habe noch 5 Würfel. Und meine 5 Würfel benutze ich wieder mal, um was auszufahren, nämlich den blauen. 1, 2, 3, 4. Die benutze ich zweimal, also 5 Punkte. Dahin, eine 4er Strecke mit blau ist nur ein Punkt. Aber ich benutze mich dreimal, sind insgesamt 4 Punkte. 2, 4 und für den anderen ein. Und damit gehe ich in Führung. Allerdings, und das muss man natürlich fairerweise sagen, habe ich auch keine Aufträge mehr und nichts. So, auch der wurde ausgeliefert. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer besser ist. So, jede Menge Grau. Und ich habe graue Aufträge, den 10b. Also werden wir doch als allererstes mal 3 Würfel nutzen, um die grauen Aufträge abzuarbeiten. Hier, blub. Das ist dann eine 4er Strecke. Ich habe 2 Aufträge, 3 Punkte. Ja, und jetzt sieht man schon, jetzt liefern wir uns hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Graue ist erledigt. Und ich habe noch einen blauen. Da habe ich einen roten Würfel hier. Da fehlen noch 2, aber ich habe auch noch einen roten hier. Zack. So, also. Die nächste ist eine 5er Strecke. Die gibt schon 6 Punkte. Zack, 6 Punkte. Und damit 3,99. Tschk. Ja, jetzt habe ich noch 2 graue, einen gelben. Und vielleicht nach fahren geht im Moment nicht. Ich
ich würde mir ja gerne den sichern. Und ich habe sogar blau. Dann habe ich hier ein schönes Band. Ja, den sichere ich mir. Der kostet 1, 2, 3 plus einen blauen. Einen blauen habe ich. Nur zwei, mit denen ich bezahle. Macht aber ja nichts. Ich habe ja die Spezialfähigkeit. So, damit lege ich den hier hin. Und ab nächster Runde nehme ich mir mal vor, für den auszufahren, um meine Switch Stations zu nutzen. Das nehme ich mir mal ganz fest vor. Und 7B, irgendwo hier Wasser. Jetzt drei Wasser, von denen ich heute kein Fan mehr werde. Wobei der jetzt viele gewürfelt hat. Aber das sind auch so kurze, da bin ich kein großer Fan von. Ja, die ganzen kurzen. Was macht Grün? Grün hat jetzt das Problem, dass hier die ganzen sind. Und naja, wenn Grün den aber verbindet, hat er eine Riesenverbindung. Also 8B scheint mir doch gut zu sein. Dazu bräuchte ich einen karierten und zwei andere, die ich jetzt nehme. Und zwei weitere karierte macht zusammen eine Dreierstrecke. Reicht für 8B hier. Gekauft und gleich zu Ende gebaut. 8B, eine Dreierstrecke, bringt 3 Punkte. So, 3 Punkte. 95. So, und jetzt gucken wir mal. Das ist von hier oben. Oh, nicht alles zerstören. Von hier oben. Hier lang. Bis dahin eigentlich fast alles meine Farbe. Bis hierhin. Fast alles meine Farbe. Kaum einer dazwischen. Jetzt muss ich doch irgendwas ausliefern können, meine Freunde. Irgendwas muss doch drin sein. Und das Einzige, was man bedenken muss, ist, sobald ich zwischendurch immer an einem vorbeikomme, der die Farbe haben will, muss ich anhalten. Ich hoffe, das habe ich übrigens die ganze Zeit nicht falsch gemacht. Das ist relativ schwer zu sehen, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, sonst müsst ihr mich da im Video vielleicht nochmal korrigieren. So, also, hier sind blaue oder graue. Die wollen alle hier... Der will blau und grau haben. Also hier würde es ein Ende geben der Schifferei. Wenn ich also von hier diesen blauen starte, 1, 2, 3, 4, 5, immerhin 5. Hier zwischen ist noch ein blauer, der gewünscht wird. Oh, den roten, den habe ich. Ah ne, der liegt da schräg. Also der hier, 1, 2, 3, 4, 5. Dabei fahre ich viermal meine Strecke und einmal die fremde. Ich muss also 6 Würfel abgeben. 3, 4, 5, 6 Würfel, die ich abgebe. Und bin eine 5er Strecke gefahren, was erst noch einen Punkt bringt. Ich bin aber nochmal viermal meine eigene, bringt also 5 Punkte. Genau, 100 und er auch einen. Und das ist ja natürlich witzig. Beide haben jetzt 100 Punkte. Ich würfel neu. Fürs nächste Ausliefern gibt es 2. Und jetzt sind wir hier mit der 9B. 9B ist hier oben. Ja, und ich muss ganz dringend jetzt den abdecken, denn dahin habe ich ja geliefert. Ja, okay, Rot. Was macht Rot? Rot wollte auf jeden Fall auch liefern. Das war die Idee. Mal gucken, dass ich eine lange Strecke hinkriege. Die kalkuliere ich mal alleine ein und dann würde ich mich gleich bei euch melden. Und ich glaube, ich habe eine super lange Strecke gefunden von hier. Ein Gleis kostet mich 1, weil es meiner ist. Kein blauer wird gewünscht. Zweites Gleis. Drittes Gleis. Nirgendwo wird blau gewünscht. Viertes Gleis. Fünftes Gleis. Sechstes Gleis. Siebtes Gleis. Achtes, neuntes. Oh, jetzt habe ich mich doch irgendwo verzählt. Shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ist es richtig. 10. Der will aber haben. 8, 9, 10. Klappt also nicht.
Also geht's nur bis dahin. Gucken wir mal. Einmal meine, zweimal meine, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, aktuell 3, 3, 7, 8. Und ich habe 4, 4, jede 4 mal benutzt. Das heißt, ich muss zahlen 4 für meine eigenen, 8 für die Fremden sind 12. 12 minus 6 sind 6. Also zahle ich ganz locker 6 aus der Portokasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und einen habe ich noch über. Und dann liefere ich dahin. Das war ein 6er, gibt mir 2. Ne, war es ein 6er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gibt mir 3 Punkte. Plus die 4, die ich auf meinen eigenen Straßen gefahren bin, sind 7 Punkte. Blub. Und auf dem anderen bin ich 4 Straßen ebenfalls gefahren, sind 4 Punkte. Und jetzt habe ich noch einen Würfel über und mit einem kann ich diese 1A noch kaufen. Warum nicht? Den kriege ich ja durch meine Sache geschenkt. Quatsch, das ist Blödsinn. Natürlich kaufe ich den nicht. Ich baue lieber an meinen Strecken. Ich sehe, hier habe ich 11B, den ich noch baue. Und warum nicht daran bauen? So, da ist er. Ich habe hier noch schnell den Auslieferungstoken untergelegt und würfel neu. Zack. Kommen wir zu diesem Spieler Grün. Auch der ist ja jetzt am Ausliefern interessiert und ärgert sich natürlich ein bisschen, dass diese tolle Strecke weggefallen ist, die er der auch gerne geliefert. Der guckt also, wo er seine blaue Ware hinliefern kann. Eine kleine Entschuldigung, das ist blau-grau hier. Das habe ich eben bei Rot nicht gespielt, deswegen spiele ich das jetzt auch nicht. Das habe ich gerade beim Wegnehmen gesehen. Das als kurze Entschuldigung mal eben. Das kann schon mal passieren, wenn ich das alleine spiele. Ich nutze das jetzt für Grün auch nicht, aber grundsätzlich hättet ihr das wissen müssen. Also, wenn der Grüne jetzt vielleicht den da wegschnappt, dann soll das auch okay sein. Und ich hoffe, ich kann es mir leisten. Dieser blaue fährt, ich lege ihn mal immer zur Seite, 1, 2, 3, 4, erste Fremde, 5, 6, 7, zweite Fremde, 8, 9, 10, 3 Fremde. Das heißt also 7 eigene und 3 Fremde macht zusammen 7 Punkte, 13 Punkte, die ich ausgeben muss. Ich habe keine Lokomotive. 3, 6, 7 vorweg, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alles ausgegeben, was ich habe. Aber wir gucken mal eben, ob ich dran vorbeikomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. An keinem Blauen vorbeigekommen. Das heißt, darauf kommt ein Chip. Upp. Den Blauen behalte ich. 5 Punkte für die Länge der Strecke. Plus 7, weil ich selber durch 7 meiner eigenen gefahren bin. Macht zusammen 12. Plus hiervon 14 Punkte für mich. Auf 18. Und ich bin durch 3 von ihm gefahren, 3 für ihn. Wow, was für ein Zug. Alles bezahlt, was ich je hatte. Ja, das war mal eine rollende Fracht, so wie das Spiel heißt. Ja, da muss ich schon sagen, weit, weit. So, gucken wir uns an. Er braucht Blau. Blau ist hier 2 blaue. Die zahle ich doch als allererstes mal. Und erledige damit diesen Auftrag. Ein kurzer Viererauftrag und damit habe ich eine eigene schöne Strecke geschaffen. Leider braucht die wieder grau, aber ich kann ja vielleicht noch die blauen fahren. So, eine Viererstrecke, ein einziger Auftrag, 4 Punkte. Zack. So, jetzt möchte ich den Fehler hier oben insofern korrigieren, dass ich ab jetzt da keine blaue mehr durchschiffere, aber das ist egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, hier unten wird auch nirgendwo mehr blau gebraucht. Ja, ist natürlich blöd. Die blauen kann ich ja irgendwie nicht mehr ausliefern.
Wo wird denn überhaupt noch blau gebraucht? Da. Und hier unten habe ich einen blauen. Na, dann vielleicht so rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht überragend, aber besser als nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Fremde, die ich nutze. 6 gibt mir 2 Punkte. Insgesamt 8 muss ich zahlen an Bewegung. 6 habe ich also nur 2. Und dann nutze ich mal diese 2 hier. Fertig ist es. So, das heißt, bezahlt habe ich 2 fremde Punkte. Ich selber habe bei 6 4 von meinen eigenen benutzt. Plus die 2, die ich genommen habe, sind 6 Punkte. Und oh, ist das knapp. Ist das knapp. So, hier hin. Der kommt in mein Kontrollfenster und ich habe noch 3 Würfel. 2 karierte, insgesamt 3 graue. Ich könnte hier noch 11B kaufen und damit den Zugang da oben gewähren. Warum nicht? Der kostet mich einen grauen, eine wilde Farbe und einer ist umsonst. Und weil ich ja, also einer umsonst wegen meinem Auftrag, das heißt 2 bezahlt, dafür einen und für den anderen grauen baue ich noch. Zack. 2 graue, fast fertig das Ding. So, dann gibt es 10B. Der ist hier. Okay. So, würfeln. Ich könnte einen grauen gebrauchen. Und wir gucken mal, was hier liegt. Einen grauen. Ich könnte auch immer die krummen gebrauchen. Ja, das mache ich dann mal. Ich nehme mir krummgraue. Grau-blaue also. Für oben 2 Stück. Und den Rest würfel ich. Oh, keine weiteren krummen. Schade. Sonst hätte ich ja so eine krumme weiterlaufen lassen können. Okay. Was macht Grün? Und Grün hat sich entschieden, diesen 10B zu kaufen. Nicht, weil er den besonders gut findet, dort an der Stelle. Sondern einfach, weil es sich anbietet, weil ich so viel Rot habe. Einen roten, 3 irgendwelcher Farbe hier. Spielt keine Rolle. Und 2 weitere rote macht zusammen schon die Strecke. Eine Dreierstrecke gibt 3 Punkte. 1, 2, 3. So. Damit habe ich den erfüllt direkt. Und darf da eine kleine Schiene hinlegen. Das ist aber wie gesagt nicht das Entscheidende. Und dann nehme ich mir noch einen roten und einen gelben. So bin ich knapp in Führung gegangen. Aber ich wusste ja eh nicht, was ich machen sollte. Außerdem, egal. So, gucken wir mal, welcher nächste Vertrag kommt. 12b, das ist hier im Herzen. Ja, den Grauen dahin abtransportieren bringt nichts und den Grauen da auch nicht, weil hier sind überall graue offene Ports. Das nochmal so zur Information. Ja, ich habe immer noch den 11b, den ich erledigen will. Das ist der da oben für einen Grauen. Das mache ich direkt. Ebenfalls ein Dreierauftrag. Und wir erinnern uns, ein Dreierauftrag gibt, wie war das noch? Ein Dreierauftrag gibt auch 3 Punkte. Und wieder ausgeglichen. Menschenskinders, ist das eng. So, ja, und jetzt habe ich noch jede Menge anderes, was ich verbraten kann. Und weil es für mich billig ist, nehme ich den 12b gleich. Der kostet mich einen blauen, 2 wilde Token. Ja, dahin, den habe ich gerade erfüllt. Einen blauen, 2 wilde, 2 weitere blaue, macht zusammen 3 blaue, die ich schon mal hinlegen kann. Zack, zack, zack. So, den lege ich dahin. Und 2 weitere blaue habe ich hier noch. Was für ein Zufall. Das heißt, eine neue 5er-Strecke gibt mir 6 Punkte. Ja, jetzt geht es natürlich wirklich auch schon gut aufs Ende zu. 6 Punkte hier. 23, 25, 27, 29. Jetzt habe ich noch einen grauen. Damit kann ich nichts machen, wirklich nichts. Den muss ich also verschenken.
So. Und wir ziehen nach. Was kommt nach? 10b. So, ich würde sagen, jetzt noch mal eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns wieder zum letzten Teil. Dieses Mal startet blau. Ja, danke, dass ihr erstmal so weit dabei bleibt. Und bis gleich, euer Nils. Tschüss.